Renault überarbeitet seinen Clio gründlich und bringt ihn mit allerhand technischen Features neu auf den Markt. Ein bisschen Megane hier, ein wenig Rennsport-Feeling dort. Die GT-Version zielt auf junge Käufer und damit die Zukunft der Marke. Ob sich diese jungen Menschen jedoch begeistern lassen von einem Auto, das zumindest äußerlich nicht wirklich dazu gewonnen hat, bleibt abzuwarten. Unter der Haube haben die französischen Entwickler jedoch einiges getan. Serienmäßiges ESP sowie eine Schlupfregelung und Untersteuerungskontrolle USC machen für alle Fahrer Sinn, nicht nur für die Jungen. Auch ein Ausstattungsfeature, das die jugendliche Klientel begeistern dürfte, ist das erstmals angebotene Navigationssystem Carminat TomTom mit 5,8 Zoll Bildschirm mit Sprachsteuerung und Internet-Update-Funktion. Der Markt für kleine Autos boomt. Mal sehen, ob der neue Clio davon profitieren kann.